Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich weiß nicht wieso, aber das Spiel hat entschieden, uns hier spawnen zu lassen, anstatt da oben. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich meine, offensichtlich habe ich meine Radioaktivität behalten, nur meine Position hat sich verändert. Ist ein bisschen seltsam, aber gut. Wir müssen uns Railway reinziehen. So ein bisschen was. 130. Sich ein Unterschied, was sich verändert. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal 300, gucken mal, wie viel rauskommt. So, und heute können wir eigentlich wieder jagen gehen, ne? Wir haben hier nämlich einen Gesuchten. Und wir haben hier einen Gesuchten. Rein theoretisch kann ich doch direkt hierher reisen, oder? Nein. Ich bin ein bisschen weit weg. Aber wir können bis zu unserem Camp reisen. Und dann jagen wir wieder. Ich weiß nicht, ich habe da voll Spaß dran. Ich habe voll Spaß dran, andere Spieler zu jagen. Ich meine, so oft kommt das ja nicht vor, dass da einer rumlungert, der gesucht wird. Deswegen nutzen wir einfach mal die Gelegenheit und gehen heute wieder auf die Jagd. Ne? Achso. Richtung Stein, super. Wo ist mein Zuhause? Da ist mein Zuhause. So. Gut, als allererstes natürlich, Gegenstände verwerten, muss ich das? Ich habe noch eine Impro-Pistole. Abgestimmtes Jagdgewehr. Das war ja meine Sniper zuvor, ne? Aber jetzt habe ich ja die. Die sollte ich reparieren. Aber die Reichweite von der ist viel besser. Okay, warte. Wir haben hier eine Rüstungswerkbank. Wir müssen uns hier erstmal die Zeit nehmen und uns vorbereiten. Ich weiß, der Typ könnte mittlerweile dann weg sein, aber es bringt ja nichts, ohne Ausrüstung loszulaufen. Kürzlich? Was? Wo ist der Scheiß? Schutz, Generatoren, Stromanschlüsse, Licht, Essen, Wasser, Ressourcen, Geräte, Bettenstühle. Hä? War das schon immer so unübersichtlich? Ja, ich brauche mir jetzt hier eigentlich keine Kiste reinlegen, ne? Aber schön, was man später alles für Möglichkeiten hat, wenn man sie denn findet. Geräte. Wo waren das? Ressourcen? Huch, das produziert Essen, okay. Stimmt, das Wasserding ins Küchens können wir eigentlich aufbauen, ne? Kann nur auf Erde platziert werden, okay. Was haben wir hier noch? Das produziert ja eigentlich kein Wasser, ne? Wir müssen eigentlich das hier aufbauen. Das benötigt aber auch Strom. Wir lassen das erstmal. Wir haben eigentlich nicht so viel Zeit. Herstellung, da wollte ich hin. So, Rüstungswerkbank haben wir bereits. Das haben wir auch irgendwo hingestellt. Wahrscheinlich noch nicht. Und da, die Waffenbank. Das ist der wichtige Punkt hier, der mir noch fehlt. Wir werden später auch eine größere Wohnung haben und alles. Also, fürs Erste sollte das reichen hier. So, ich muss mich nämlich um meine Waffen kümmern. Impro-Waffen. Nahkampf, Schlag. Ich habe keine Schrauben. Aber was denn mit meinen anderen Waffen? Ah, modifizieren. Ist hier, okay. Das andere war herstellen. Und zwar mein Jagdgewehr. Könnt ihr einen Stecherabzug machen? Da ist die Feuerrate erhöht. Aber ich bräuchte eher so einen Leistungsverstärker. Ich brauche auf jeden Fall viel Schaden in meiner Waffe. Ansonsten ein verlängerter Lauf. Wir haben jetzt momentan den soliden Lauf, ne? Ich meine, das ist recht solide über der Reichweite, aber verlängerter Lauf wäre halt noch besser. Aber mir fehlen halt Schrauben und Ende. Warum? Ich will nicht. Objektierter Punkt. Standardvisier kann ich machen. Was bringt mir das? Gewicht erhöhen, Präzision verringern. Nee, die Präzision will ich schon erhöhen, ne? Schalldämpfer wäre auch nicht schlecht später. Ja gut, hier haben wir momentan nicht viele Möglichkeiten. Wie sieht es denn aus mit unserem Präzisionsgewehr, was wir ohnehin schon haben? Okay. Wir müssen auf jeden Fall verlängerter Standardlauf. Wir werden auf jeden Fall beide behalten, beide soweit aufrüsten. Und dann gucken wir weiter.
Nee, nee, nee. Ja, ist eigentlich genau dieselbe Kacke. Aber gut. Dann würde ich sagen, rennen wir mal los. Jetzt haben wir das Wichtigste schon mal gebaut. Ich will halt nicht so viel Zeit verschwenden. Wenn den jemand vor mir kriegt, ist halt Kacke. Oder wenn er verschwindet. Also rennen wir einfach direkt hin und nehmen ihn uns vor. So. Ich meine, ich glaube, als Sniper ist die hier halt besser geeignet später. Wobei meine jetzige halt mehr Reichweite hat, ne? Ja, wir sollten auf jeden Fall... Nein, ich will nicht... Oh, wie ich jedes Mal diese Taste drücke, wenn ich nach links will. Die hat ja Reichweite 132, ne? Die hat auch 132. Aber panzerbrechend. Ist eigentlich hier genau dasselbe Scheiß, ne? Ja, komm. Die hier ist ein bisschen moderner. Holz. So, wir müssen auf jeden Fall sehr viele Ventilatoren mitnehmen, weil Ventilatoren halt wirklich diese Schrauben beinhalten, die wir brauchen. Also müssen wir eigentlich auf die Jagd nach Ventilatoren gehen. Eigentlich. Aber wie findest du denn sowas? Oh, hi. Er hat mich noch nicht gesehen, ne? Die Erfahrung nehme ich gerne. Na, 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 na. So. Lauf aber richtig, ne? Ja, es ist ein kleines Stück. Ich glaube, der ist zu Hause. Sonst würde er nicht so lange an dieser einen Stelle rumhocken. Was ich gestern schon kacke fand, dass er sich einfach ausgelockt hat. Ich meine, gut, ich hätte schneller reagieren müssen. Habe ich nicht. Habe ich selber schuld. Was soll's. Er hat halt wahrscheinlich auf der Karte gesehen, dass da jemand ankommt. Und wollte dann so schnell wie möglich sich verpissen. Wobei er natürlich nicht gesehen hat, dass ich einfach nur Stufe 8 bin. Aber ich weiß nicht. Ist das wirklich so ein großer Unterschied mit den Stufen hier? Ich meine, rein theoretisch habe ich den 24er einfach überrumpelt. Mit einem versteckten Schuss. Naja. Aber es ist halt kacke, dass du auf der Karte gesehen wirst. Ich hätte mir gewünscht, dass sobald du in den Crouch-Modus gehst, du auf der Karte nicht mehr gesehen wirst. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil bisher, ja, habe ich halt nicht die Möglichkeit gehabt, das zu testen, ne? Ich will gar nicht hin, ich will da hin. Ich weiß nicht, ich würde halt gerne wissen, ob das möglich ist. Dass wenn man sich duckt, nicht gesehen wird, dann müsste ich quasi den ganzen Weg dahin schleichen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Oh, naja. Da, es verändert sich schon wieder die Farbe des Himmels. Keine Ahnung. Wahrscheinlich immer, wenn ich ein neues Biom betrete, dass sich dann die Farbe ändert. Das sieht seltsam aus. Ach so, das Ding ist drauf gelandet. Vielleicht sollte ich einfach unkoordiniert laufen, nicht direkt auf ihn zu, sondern so... Was denn? So, ja, so kreuz und quer, so von wegen, ich erkunde hier die Scheiße nur. Da müsste er drin sein, oder? Oh Gott. Nicht mal ansatzweise, wir müssen noch ein ganzes Stück laufen. Eines Tages haben wir die Map soweit aufgedeckt, haben ordentlich Kronkorken. Dann sollte es uns egal sein, dann können wir auch schnell reisen. Apropos Schnellreisen, haben wir eigentlich da hinten alles entdeckt oder ist das jetzt verschwunden? Ne, wir haben da keinen Ort entdeckt. Hm. Ja, schießt ihr mal nur, schießt ihr mal nur. Ihr seid die Munition nicht wert, ich hab nicht so viel. Ach Gott, Jungs. Also 5 Erfahrungen. Lohnt sich doch kein Stück. Guck mal, da sind noch Hule. Ich finde es schön, wie belebt das hier ist. So, wo bin ich jetzt? Ich bin... Wieso gehe ich immer in die falsche Richtung? Da, Südwesten. In die Richtung muss ich. Fusionszellen entfernt? Warum? Achso, fürs Nachladen oder Schießen. Herausforderung abgeschlossen. Nice. Überall hängen ja noch Stufe 1 herum. Eigentlich muss ich mich langsam in die größeren Gebiete wagen. Eigentlich muss ich die Main-Quest mal nachgehen, ne? Also,
Ich mache hier alles bis auf die Main Quest. Das ist so typisch wieder für mich, wenn ich Fallout spiele. Wieder so viel anderes, was man machen kann, dass ich dann niemals irgendwas mache. Steht er da rum? Schläft der oder so? Der hat sich, seitdem wir angefangen haben, nicht bewegt. 10 Minuten, seit 10 Minuten ist er da. Was macht denn der da? Au. Ach Mann, ihr seid die Munition nicht wert. Oh, recht, ein Knüppel oder so. Ja, ich habe einen Knüppel, aber das weiß nicht. Ist irgendwie all, wenn man eine Schusswaffe hat, dass man Knüppel verwendet. So, wenn der sich jetzt auslockt, ne, dann drehe ich durch. Also erstmal hier andere Spieler töten, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht mal, was für Vorteile es haben sollte, einen anderen Spieler zu töten. Vielleicht sollte ich das mal testen. Vielleicht geht es wirklich nur um Ressourcen. Da wird wieder geschossen. Der bewegt sich nicht. Ich glaube, der steht da einfach nur. So, hier muss irgendwo was sein. Befreier MK0. Oh. Der muss da in der Scheune sein. Kurzer Leck. So, und jetzt muss ich wieder ein bisschen ruhiger sein. Gut so, Sylvia. Okay. Aber jetzt sei doch ruhig. Scheiße. Ist er das? Da steht eine Powerrüstung rum. Oh, eine kranke Red Kakerlake, oh Gott. Entferne hochstufige Powerrüstungsteile. Okay, ich kann die Powerrüstung nicht tragen. Oh Gott, mach mich nicht krank. Nein! Macht mich bitte nicht krank. Achso, das ist nicht die Kranke. Alles gut. Na gut, wir können die Powerrüstung noch nicht tragen. Ich glaube, die sind zu zweit. Da sind sie. Даже эта хуйня загружена. У меня надо скоро, мне 5 килограмм осталось здесь. Сука. О, мне здесь снайперка какая-то есть. Ты думаешь, здесь есть хлам? Блять, я переместил весь хлам отсюда. Ты имеешь в виду весь хлам из инвентаря? Подожди, так в инвентаре тут дохуями, тут 400 места. Да вот это вот место хранения ты заполнил? 400? Где этот долбоёб? Упал? Сейчас. What the fuck I do? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er holt den Raketenwerfer raus. Da,
Я его убил, прикинь. Ну... Лёша, я его убил, но... Но я тоже умер. Oh, er hat gesagt, Loscha, ich habe ihn umgebracht, aber er hat mich auch umgebracht. Shut up. I can't understand you. Shut up. Why did you shoot me? Your friend was wanted, so I killed him. So, jetzt Simon Sam. Wo bin ich jetzt? Okay. Kann ich da hinreisen? Okay. Schade, die waren da ein paar mehr. Die waren da ein paar mehr. Oh. Das waren übrigens Russen. Wollte ich nur mal so anmerken. Es ist schön, wenn man die Leute versteht. Ich habe sie beide bekommen. Er hat mich einfach angegriffen. Das heißt, ich durfte ihn angreifen. Okay. Ja, schade, dass ich die Ressourcen nicht bekommen habe. Aber jetzt hätte ich mehr gesucht. Jetzt bist du frei, Freundchen. Letzter Tod. Ja, schade. Dass der mich einfach angegriffen hat. Finde ich jetzt nicht nice. So, wir müssen da jetzt rüber. Das war schön. Die haben nicht damit gerechnet, dass ich da bin, ey. Oh, wie komme ich jetzt darüber? Die Brücke ist am Arsch. Ja gut, hier ist auch kein Wasser. Gut, die nächste Jagd. Ich muss meine Munition sparen, ne? Oh, apropos Munition sparen. Nein! Wie ist zerstört worden? Oh, ich hab sie nicht repariert, oder? Ah, kann ich sie noch retten, oder? Sie ist komplett weg. Nee, sie ist noch zu retten, okay. Dann ist ja gut. 308er Munition darf ich nicht verwenden. Ich habe so viele Waffen mit 308er. Oh, schon nehmen wir mal einen Schlagring hier. Gehen wir zu dem Typen hin und schlagen ihn zusammen. Falls ich da nichts finde auf dem Weg. Ah, ist hier gleich um die Ecke. Ich habe noch ein zweites. Stimmt. Alles gut. Sieht doch genauso aus. Ich dachte, die andere Sniper sieht hochwertiger aus, aber tut sie nicht. Okay. Ah, ich habe richtig Kronkorken bekommen. Weil er mich angegriffen hat. Habe ich wahrscheinlich einen Bonus bekommen. Nehme ich an, ich weiß es nicht. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Verzieht euch. Ein bisschen was mit Schlagring, ey. Ah, Schlagwaffen sind so semi-geil, muss ich sagen. Oh, Red Wave, verdünnt. Das kann ich direkt verwenden. So. Ey, ich komme hier mit der Steuerung nicht ganz klar. Wie er deine Raketenwerfer für mich extra rausgeholt hat, ey. Oh. Da war ich wohl ein bisschen zu flink. Hat er mich nicht getroffen. Musste ja Raketenwerfer rausholen. So. Okay, wir sind fast da. Die Umgebung in der Region Ash. Gib ist gefährlich. Lege beim ersten Anzeichen von giftigen Luft eine Gasmaske an. Oh, ich habe keine Gasmaske. Aber ich will den Typen haben. Ist ja kacke.
So, das wird dann unsere letzte Amtshandlung für heute. Ich glaube, dann haben wir es schon wieder geschafft für heute. Da oben ist er. Okay, jetzt wieder. Irgendwo hier ist er. Bitte was? Wie? Kann man sich doch im. Er hat sich teleportiert, oder? Kann das sein? Alter, die kleine Potsau. Jetzt ist er da hinten. Und ich schleiche da rum und suche ihn. The fuck? Mist. Ah, na gut, zumindest Aluminium haben wir bekommen. Jetzt müssen wir da hinterher. Ob der jetzt weiß, dass wir ihn suchen? Hab Schritte gehört. Ich dachte, das wären seine. Okay, der läuft also nicht weg. Der ist jetzt da hinten. Gibt es dafür vielleicht einen Perk, dass man nur alle 5 Sekunden den Aufenthaltsort von jemandem sehen kann? Das könnte das erklären, oder? Ich meine, welches Level bist du? 15. Ich habe echt keine Zeit für euch, Jungs. Es tut mir leid. Fleischhaufen. Ich muss hier einen Verbrecher jagen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Quest begonnen, die Mission der Aufseherin. Gott, ey. Wir finden hier alle Missionen. Wir haben auf jeden Fall nachher ein bisschen was zu tun für die Woche. Aber ich glaube ernsthaft, man sieht halt nicht seinen aktuellen Standort. Notizen. Was wollte ich machen? Genau, Hilfsmittel. Ich wollte was trinken. Ich glaube, man sieht nicht seinen Aufenthaltsort. Ich glaube, das. Entweder laggt er oder er verdeckt es. Durch irgendeinen Perk oder so. Es kann nicht sein, dass der da jetzt stundenlang rumhängt. Oder ist er nach Hause gegangen? Könnte sich auch nach Hause teleportiert haben. Aber das wäre auf jeden Fall ein Perk wert. Quasi so eine Zeitverzögerung. Dass man nicht wirklich ahnen kann, wo man ist. Aber das müssen wir noch in Erfahrung bringen. Wir werden ja auf jeden Fall noch ein paar Level aufsteigen. Ich weiß, eigentlich haben wir noch ordentlich was zu tun. Wir machen eigentlich seit Release nichts anderes als rumzulaufen und zu jagen. Wer bist du? Weiß nicht, wenn ich mir so angucke, wie die Spieler sich bewegen. Ach, immer wenn ich Start drücke, bewegen sie sich. Okay.
Okay, wir sind wieder in der Nähe, Freunde. Wir müssen wieder ein bisschen leiser sein. Oh Gott. Nein. Ach, was soll denn das? Lasst mich in Ruhe. Die macht mir nicht mal mehr Schaden. Okay, hier muss er sein. Warum? Warum? Zieh dich. Oh Gott. Okay. Wer ist hier in diesem Gebäude? Verdammt, bin ich blöd. Ach, Leute. Nervig. Okay. Schalldämpfer. Ihr Mistkerle. Ah. Oh Gott, die tun weh. So ärgerlich. Hä? Wo ist der? Du gibst mir Loot. Du bist genauso gut wie der Typ. Der ist nicht in diesem Gebäude. Der muss draußen sein. Ist echt nicht leicht, so einen Spieler zu finden, ne? Weil da waren auch viel zu viele Gegner. Die hätten ihn angreifen müssen. Wir hätten Schüsse hören müssen. Irgendwas hätten wir hören müssen. Ich glaube, der ist gar nicht mehr hier in der Nähe. Ich glaube, der ist schon weg. Hallo? Ich bezweifle stark, dass er hier ist. Ist die Maulwurst gerade explodiert? Oder hat's geleckt? Der muss hier gerade lang. Da.
war das? Hat er sich selbst hochgejagt? Wo ist denn der? Kurze Hoffnung. Der ist nicht da. Der cheatet doch. Es wäre lustig gewesen, wenn der in einem so ein Ding drin wäre. Das wäre lustig gewesen. Ja, Leute, ich bin jetzt überfragt. Was sagt ihr dazu? Was ist mit dem Kerl geschehen? Ist der noch hier? Versteckt er sich vielleicht? Deckt er rum? Oder versteckt er sich ernsthaft irgendwo? Vielleicht kriecht er auch irgendwo rum. Und ich sehe ihn einfach nur nicht. Der muss exakt hier sein. Da wo es explodiert ist. Oder? Also rein theoretisch. Hier haben wir ihn noch zuletzt gesehen. Ich muss mir die Aufnahme gleich nochmal angucken. Wir haben ihn hier zuletzt gesehen, aber jetzt einfach weg. Das muss doch ein Perk sein. Oder? Ich zoome gleich mal in der Aufnahme ein bisschen ran. Und dann gucke ich mal nach. Aber ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Den ersten haben wir bekommen. Der zweite ist, glaube ich, nicht zu bekommen. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist auf jeden Fall nicht da. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Wenn er auf dem Boden liegen kann, er sich schlecht. Ich frag mich nur, was da explodiert ist. Das hört sich nach einer Mine an. Ist er vielleicht in die Mine gelaufen und jetzt auf K? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann, falls wir da niemanden jagen können, würde ich sagen, machen wir weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.